herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit unserem Rennprojekt auf Rennstrecke, dem Abarth 500. Erstmal an der Stelle vielen Dank, dass ihr das so gefeiert habt. Ist ja immer so ein bisschen Risiko, wie so eine Videoreihe ankommt. Ich fand die ganze Nummer mit dem Daniel Abt und auf der Rennstrecke sehr cool. Das Auto hat sich auch mega geschlagen. Und genau da werden wir jetzt weitermachen, wie versprochen, Monat für Monat. Und werden das Auto immer weiter optimieren, dass wir von unserer 2 Minuten 15, 2 Minuten 16, wir wissen es ja nicht ganz genau, war ja auch aus dem Video rausgestoppt, immer besser werden. So. So wie dazu. Okay, also es geht weiter. Wir fahren wieder auf den Bilster Berg. Wir haben natürlich in der Zwischenzeit ein paar Veränderungen an dem Fahrzeug vorgenommen. Das heißt, als allererstes musste hier ein vernünftiges Fahrwerk rein. Ihr habt euch ja gewünscht, dass wir das Ganze erstmal, soweit es geht, Straßen zugelassen lassen. Das werden wir auch machen. Das heißt, in den nächsten Folgen werden wir erstmal nur Sachen machen, die theoretisch TÜV-fähig sind. Das heißt, hier ist jetzt erstmal reingekommen von H&R ein ganz normales Monotube-Gewindefahrwerk. Das ist auch eingestellt auf eine TÜV-fähige Höhe. Seltener Fall. Ich höre Marius da hinten schon lachen, glaube ich. Ne? Nein, ist wirklich TÜV-fähig eingestellt. Ganz normales Monotube-Fahrwerk, damit man nämlich später, auch wenn da ein richtiges Rennfahrwerk reinkommt, wo die Jungs schon am Bauen sind, nochmal so einen richtigen Unterschied sieht. Weil ich habe das im X-Pro gemerkt, da ist ja ein Rennfahrwerk drin. Das sind wirklich nochmal Welten. Deswegen haben wir geändert. Fahrwerk, dann Bremse, war ja ein Riesenpunkt letztes Mal. Die war ja mehr oder weniger verschlissen und am Ende. Das heißt, wir haben jetzt hier ein paar Brembo-Scheiben drauf und gelbe Yellow Stuff EBC-Belege. Dazu von Spiegel ein paar Stahlflexleitungen. Das heißt, das ist jetzt auch erstmal ein straßenzugelassenes Setup zum Reinkommen. Mal gucken, wie sich die Bremse so schlägt. Und dann war die große Frage, was machen wir mit Reifen? Die letzten Reifen, die Pirellis, waren von 2008. Die haben es definitiv hinter sich gehabt. Somit, die waren sogar so hart, dass die noch nicht mal zu heiß geworden sind, obwohl wir Runde für Runde gefahren sind. Das war schon fast ein Weltwunder. Und jetzt haben wir drauf frische Michelin. Einfach ganz normale Pilotsport 4. Das heißt kein Semislick, sondern ein ganz normaler Straßenreifen. Mal gucken, wie der sich schlägt. Der wird natürlich auch irgendwann ans Limit kommen. Aber bevor wir jetzt gleich wieder auf den Semislick gehen und gar nicht so merken, wie groß der Unterschied ist, haben wir uns entschieden, da erstmal einen ganz normalen Pilotsport drauf zu machen. So, was haben wir noch gemacht? Wir haben angefangen und haben die ersten Gewichtserleichterungen gemacht. Wir haben hier unsere kleine Mini-Batterie drin. Ist einfach nur eine Lithium-Batterie. Ist eigentlich gedacht für Motorräder und Quads, hat so umgerechnet ungefähr 30 Amperestunden, reicht vollkommen aus, um diese Autos zu starten. Das heißt im Golf 3, Golf 2 von Marius etc. Funktioniert die auch einwandfrei, hat natürlich kaum Kapazität. Das heißt, wenn ihr mal länger die Batterie anlasst, ist die natürlich ratzfatz leer. Aber es reicht auf jeden Fall, die Autos zu starten, kostengünstige Lösung und liegt bei 300 Euro die Batterie. Für die Zwecke bin ich mal gespannt, aber reicht auf jeden Fall. Gewichtsersparnis 10 Kilo. Der Abarth hat schon eine relativ leichte Batterie drin. Die hat 12 Kilo gewogen und diese wiegt tatsächlich nur 2 Kilo. Das heißt, wenn man die in die Hand nimmt, denkt man wirklich, die ist exorbitant leicht. Sonst braucht man nichts zu sagen, ganz einfache Batterie. Hier drin, blende ich jetzt mal ein, ist von der Firma Stealth Development, so wie ich auch im Kombi und in der Limo gefahren bin, dieser spezielle Tensor Race Filter. Ihr erinnert euch, das ist ein Wabengeflecht mit Röhrchen, das den Luftstrom nochmal linealisiert, extremer Durchlass, wenig Filterwirkung, schon wieder so viele Details hier. Der ist da drin, das ist so, hatten wir ja auf der Flowbench immer so gemessen, das Nonplusultra. Das heißt, da sollten eigentlich nochmal ein paar PS kommen. So, in der Zwischenzeit war auch natürlich wieder Sascha, Firma TuneTech, bei uns in Hannover und wir haben uns um die Software gekümmert von dem Auto und das zeigen wir euch jetzt als erstes. Wir haben eben gerade schon mal eine Leistungsmessung bei dem Abarth gemacht. Über dieses Sensorik-Tool am Rad und das Auto ist tatsächlich noch Serie. Wir haben jetzt gemessen 137 PS und 206 Newtonmeter. Das passt ziemlich genau. So, nun wollen wir nicht wie sonst 100% machen, sondern ich hätte gerne nur einfach was zum Reinkommen, dass es immer noch vollgasfest auf der Rennstrecke ist. Dann machen wir einfach ein bisschen fetter. Hm? Und es soll auch, ich sag jetzt mal, in einem TÜV-fähigen Rahmen sein. Das heißt, es gibt ja das Modell größer mit 160 PS. Mhm. Das heißt, dass wir irgendwo da so landen. Wir können das auch so machen, du hast ja deine Sporttaste. Mhm. Wir legen die Leistungssteigerung auf die Sporttaste. Mhm. Wenn du die ausmachst, dann hast du
zum Beispiel das, was du vorher mit Sport hattest. Du hast ja Sport normalerweise. Also die 137 PS. Genau. Das ist für mich eigentlich der wichtigste Punkt. Der Motor ist schon untenrum ziemlich stark kastriert, wie man auch an diesen 200 Newtonmeter merkt. Ne? Mhm. Weil das ist ja wirklich nicht viel, auch wenn es nur ein 1,4er Motor ist, aber es ist immerhin Vierzylinder. Mhm. In dem Bereich, wenn man mal so, weil die Spreizung vom zweiten und dritten Gang ist relativ groß. Ja, das habe ich gemerkt von Anfang. Das heißt, ganz oft ist es so, zweite Gang gibst du dann aus der Kurve raus wieder Gas und musst sofort schalten, dritte Gang zu tief, dass man in dem Bereich ein bisschen mehr, ihm so ein bisschen mehr Punch gibt. Ne? Das heißt, Software drauf und dann machen wir gleich nochmal einmal eine Messung und gucken uns das Auto an. Ja, kaum zu glauben, aber doch war, das Auto war tatsächlich Serie. Uns kam der schon immer relativ stark vor, wenn man das zu 137 PS sagen kann. Aber es war tatsächlich so. So, jetzt bekommt ihr einmal ganz kurz ein bisschen Werbung. Und zwar gibt es die Firma Car Vertical. Dort kann man online Fahrgestellnummern überprüfen lassen. Ist für den Zweck jetzt nicht gerade optimal, weil das Auto so lange bei uns im Familienbesitz ist, dass ich jetzt fest davon ausgehe, dass da nichts zum Vorschein kommt. Aber wir haben es neulich bei einem anderen Fahrzeugkauf genutzt. Da konnten wir allerdings leider nicht filmen. Gerade Fahrzeuge, die aus dem Ausland kommen, sind da sehr interessant für. Weil ihr könnt einfach online die Fahrgestellnummer eingeben, kauft euch online einen Bericht, ähnlich wie das zum Beispiel das Carfax in Amerika ist. Das ist allerdings deutlich teurer. Und wenn das Auto in irgendeinem Land irgendwie mal in einer Werkstatt beim TÜV, das ist in Deutschland nicht ganz datenschutzmäßig ausgeprägt, deswegen werden da nicht so viele Daten gesammelt, im Ausland wie in Amerika allerdings viel, viel mehr, dann könnt ihr wirklich auf Knopfdruck sehen, wann, wie, wo das Auto war, ob der Kilometerstand echt ist, ob das Ding schon mal zur Reparatur war, weil es gibt Länder wie, ich glaube, in der Ukraine, da ist es Pflicht, dass jeder Unfall bei einem Auto gelistet wird. Und so könnt ihr ziemlich sicher aus dem Ausland so ein Auto kaufen. Dieses Auto kommt ursprünglich auch aus Italien, Italiener, deswegen gucken wir mal, ob da irgendwas zu finden ist. So, jetzt gehen wir auf www.carvertical.com. Wechseln zu Deutsch. Sie kaufen oder verkaufen ein gebrauchtes Auto. So, jetzt muss ich hier einmal unsere Fahrgestellnummer eintragen, anschließend den Bericht bezahlen, geht per Kreditkarte, PayPal, Sofortüberweisung, alles möglich und schon wird unser Bericht erstellt. So, Bericht ist fertig. Jetzt habt ihr doch gerade die Fahrgestellnummer gesehen, halb so wild. Okay, er erkennt immerhin schon mal, dass es sich um ein Fiat handelt. Dieses Fahrzeug hat einen korrekten Kilometerstand, ist nicht gestohlen, also wird nicht gefahndet. Keine Daten in der Datenbank. Es wurde nicht als Taxi verwendet. In manchen Ländern gibt es nämlich Datenbanken, wo Autos direkt als Taxen gelistet werden. Und wurde hergestellt am 01.01.2008 in Italien. So, okay, wie ich vermutet habe, haben wir somit einen komplett leeren, was heißt leeren, wir wissen immerhin, dass es aus Italien kommt, Bericht. Sollte das vorkommen, gibt es allerdings von Car Vertical eine coole Nummer. Schreibt einfach an den Kundensupport und ihr kriegt entweder euer Geld zurück oder ihr kriegt eine Gutschrift einfach für den nächsten Bericht, weil kann immer vorkommen, dass so ein Auto, wie bei uns, weil es einfach aus dem Familienbesitz bekommt, komplett blank ist. Deswegen einfach melden, gibt es Geld zurück und hat am Ende gar nichts gekostet. Ne? Aber 137 PS sind uns natürlich nicht genug. Deswegen haben wir uns an die Software gemacht. War unterm Strich gar nicht so einfach, aus dem kleinen Ding ein bisschen mehr Leistung rauszukitzeln. Wir haben 4-5 Anläufe gebraucht, sind am Ende stehen geblieben bei knapp 160 PS. Das heißt, wir sind jetzt genau auf der Leistung, wie der große Bruder hiervon mit der gleichen Hardware hat. Und jetzt müssen wir erstmal anfangen, müssen ein paar Daten sammeln. Und genau dafür gibt es das letzte Upgrade für heute. Wir haben mal wieder verbaut von der Firma Kenchecked ein Display. Ist in dem Fall ein Prototyp, weil für ein Arbeit gab es das noch nicht. Wunderschön, statt der originalen Ladedruckanzeige auf der linken Seite wird dieses Display hier einfach 1:1 installiert. Das ist ein MFD 15. Das Coole ist, dieses Display funktioniert komplett über OBD. Also ihr müsst wirklich rein gar nichts machen, außer den OBD-Stecker einfach anstecken. Der zieht sich selbst sogar Strom darüber. Wir können es jetzt natürlich auch schaltbar machen, über Zündung, wie auch immer. Praktisch funktioniert es aber tatsächlich einfach anstecken und los geht's. Und dann müsst ihr euch zum Bedienen noch diesen Drehschalter irgendwo hinlegen und schon hat man hier alles im Überblick. So, für unseren Fall heißt das jetzt endlich, ich habe das schon mal konfiguriert, wir haben Drehzahl, wir haben Geschwindigkeit, wir haben Zündwinkel, das ist natürlich für Sascha und mich für die Software extrem interessant, wir haben den Ladedruck, wir haben die Wassertemperatur und wir haben die Ansauglufttemperatur. Zusätzlich hat das Ding oben einen programmierbaren Schaltblitz drin und über den Drehschalter können wir jetzt hier verschiedenste Ansichten uns einfach gestalten.
Hier haben wir zum Beispiel Ansauglufttemperatur. Die Farbe kann man auch konfigurieren. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ab 60 Grad soll es rot werden. Dann achtet man da sogar vielleicht sogar auf der Rennstrecke drauf. Und so können wir hier verschiedenste Displays durchklicken. Drehzahl und was wir hier so nicht alles haben. Eigentlich passt dieses Display mit seinen 52 mm in diese ganzen VDO-Schächte rein. Diese typischen 52 mm Rundinstrumente. Deswegen war unser Gedankengang auch, dass genau dieses Display hier auf jeden Fall in den Abarth rein muss, weil es passt optisch einfach perfekt. Man guckt genau drauf. Und ich liebe ja die Funktion an dem Golf 3, da haben wir das ja auch eingebaut, oder auch bei Marius, dass das Display jederzeit Minimum- und Maximumwerte abspeichert. Das heißt, selbst wenn wir jetzt eine Runde gefahren sind und nicht drauf geachtet haben, können wir danach immer noch sehen, was war maximale Wassertemperatur, maximale Ansauglufttemperatur, maximale Drehzahl, gerade auf der Rennstrecke, wo man sich vielleicht mal ein bisschen verschaltet. Wirklich super einfach, Installation, keine halbe Stunde gedauert. Ich würde sagen, so viel zum Thema Upgrades. Jetzt bin ich gespannt, was das Ganze auf der Rennstrecke macht. Wir fahren zum Bilsterberg und knallen ein paar Runden. So, wir sind am Bilsterberg angekommen. Sonniges Wetter, Samstag früh. Rolf ist auch schon wieder am Start. Nochmal vielen Dank, dass du das ermöglicht hast letztes Mal. Hat super Spaß gemacht. Ich finde es auch cool, dass die Leute es so feiern. Danke. Und ja, jetzt gucken wir mal, was heute so passiert. Jo. Ja, bin mal gespannt. Also, du hast ja schon ein bisschen was umgerüstet. Ne? Ja, genau. Endlich vernünftige Reifen drauf. Was heißt vernünftige? Wir sind ja erstmal beim Straßensetup geblieben. Das heißt, Straßenfahrwerk, ganz normale Pilot Sport 4. Auf Knopfdruck, wenn ich will, die 160 PS von der größeren Version. Und neue Bremsen. Ja. Halt. Sonst letztes Mal alles geklappt? Haben wir groß gestört auf der Strecke? Nein, gar nicht. Also auch wieder vielen Dank nochmal. Das war deswegen, dass ich so ein bisschen gesagt habe, Mensch, vorsichtig und so weiter. Und das Auto, weil ich kenne so ein Auto, das geht auch richtig schnell, wenn man es macht. Aber ja, von dem Grundzustand her hat es ja selber gesagt. Und deswegen war ich sehr, sehr froh, dass das dass wirklich nichts passiert ist. Alles geklappt ist, ne? Ja. Danke, danke. Sehr schön. Wenn wir es heute wieder so machen. Du hast ja gesehen, was hier für Boliden heute wieder unterwegs sind. Ja. Da müssen wir uns ein bisschen orientieren. Ne? Guck, da rollt schon der erste los. Ja, ich würde auch sagen, das ist der Startschuss. Rolf fährt jetzt nämlich mal vorweg und hinterher, dass wir mal ein paar Aufnahmen von außen hinbekommen. Ja. Vielleicht finden wir noch ein bisschen Linie und so weiter. Und dann gucken wir mal, was die Rundenzeit ergibt. Es geht los mit ersten Upgrades. Ich bin sehr gespannt, wie die Bremse bremst, das Fahrwerk fährt. Gefühlt auf jeden Fall immerhin endlich ein bisschen Federweg da. Mhm. Und nicht mehr nur am Rumhoppeln. Jetzt gucken wir mal, ob Salem guten Dienst gemacht hat. Ne? Ich bin gespannt. Stehen aber auch wieder Autos rum. Ja, wir sind jetzt mit die Ersten auf der Strecke. Haben somit freie Fahrt. So, wir fahren jetzt mal mit Absicht erstmal in der kleinen Leistungsstufe. Okay. Kommen wir zurück. Wobei, nee, wir fahren gleich in der großen. Was große sind 160 PS. Große sind 160 PS, kleine sind 137. Mhm. Aber wir machen doch gleich groß. Was soll's? Ich frage mich sowieso, wofür diesen Knopf überhaupt ist. Und los geht's! Ja. Gefühlt Welten zu vorher in Sachen Traktion auf jeden Fall. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Bremse bremst auch immer. Ja, doch, krass. Merkst du den Unterschied, ja, ne? Ja, es ist. Das Auto bewegt sich weniger, ne? Ja, ja. Und auch guck mal, was die Reifen an Traktion auf einmal haben. Und guck mal, jetzt können wir auch tatsächlich endlich mal bremsen. Krass, ey, ganz anderes Auto.
bremsen. Weil man merkt, man kann den schon richtig, richtig bremsen. Wir versuchen jetzt gleich nochmal die Kurve ein bisschen weicher zu fahren. Dass nicht das passiert wie sonst. So, das heißt, wir bremsen. Erster Eindruck? Ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt mal Luftdruck gucken einmal. Ja. Ich glaube, der ist vorne viel zu hoch. Ja, das Auto
untersteuert extrem. Mhm. Also dieses Hecklastige ist komplett weg. Ich würde sagen, als allererstes müssen wir Luft ablassen und dann peitsche ich wahrscheinlich am besten mal eine Runde alleine. Ja, denke ich auch. Massives Untersteuern. Mal als erstes, was hier Luftdruck vorne drauf ist. Ja. Ich weiß noch, ich bin zu Hause mit 1,8 gestartet, also ich kann mir eigentlich vorstellen, dass da so viel jetzt gerade drauf ist. Ne? Jetzt musst du natürlich überlegen, die Reifen sind jetzt noch richtig neu. Ne? Du hast ja oben auf dem Profil, das ist ja noch nicht richtig angefahren. Ah, die brauchen ein paar Runden. Ja. Wie viele ungefähr? Wird besser. Ich habe eben schon gesehen, wir sind ja nur zwei, drei Runden oder vier Runden hinterher gefahren, dann bin ich ja vorweggefahren, hast du ja schon gesehen. Und dann bist du natürlich sehr unsicher, sag ich mal, in der Linie, weißt du? Du bist ja jede Runde ein bisschen anders gefahren. Ja, klar. Es ist wirklich so, mit dem Ding, ich glaube mal, wenn du relativ rund fährst, ne, also da geht noch richtig was. So, das waren jetzt 2 Minuten 15 immerhin schon. Ja, genau. 2:15 waren das, war aber wirklich noch nicht ansatzweise. Ich merke so ganz genau so ein paar Stellen, wo ich noch zu schisshaft bin, weil wir sind gleich in der allerersten Runde, sind wir die Schikane, die S-Kurve, ein bisschen zu so gefahren und ich geradeaus durch und dann kam wirklich so ein kleiner Gegenpendler und René. Wer am liebsten ausgestiegen. Wer am liebsten ausgestiegen direkt. Und was du wirklich, Spania Lenk ist mehr, ne? Zum Beispiel auch gerade hier Startziel, ne? Ja, das ist jedes Mal. Wenn du da nicht, gerade mit dem Auto, wenn du nicht gerade stehst, du musst weiter ausholen. Du musst also je nachdem, so, das hältst ja keine Kampflinie, ne? Ja. Möglichst weit, also praktisch letzter Startplatz und dann erst und dann gerade bremsen, dass das Auto gerade steht, weil der kommt immer hinten und will in die Mauer. Hast du das gemerkt? Nö. Ja, ich wollte von hinten aber sehen. Also wir haben ja leider die andere Kamera nicht mehr dran gehabt. Okay, das heißt, ich fahre auf der Startziel erst ganz rechts. Genau, und wo ich bremse letzte, rüber. Merk die letzte Startbox, wo auch die Linie vorne ist. Und dann fährst und dann kannst du mit dem Auto, weil dann kommt der nicht mehr hinten, dann kannst du gerade bremsen. Du hast schräg gebremst und dann waren immer alle Lampen an. Ne? Also du musst bei dem Auto, weil der also halt. Das Problem ist, ich krieg das ganze ESP auch nicht aus. Ist nicht schlimm. Okay. Aber ich muss gerade stehen beim Genau, Web. Weil, das hat er dir mit immer den Unterschied links-rechts. Und Unterschied links-rechts heißt immer, er ist im Regeln. Und deswegen gehen auch die Blinker waren ja permanent am Gange bei dir. Ne? Also okay, pass auf, wir gucken mal einmal Luftdruck hier. Du hast ja sonst wahrscheinlich noch nicht groß gefahren, ne? Oder? Nie wieder gedacht. Naja, genau. Ja, es ist, das ist ja ein bisschen noch Weichmacher und so, da müssen wir erstmal ein bisschen warm werden. Oh ja, 2,6 ist natürlich viel zu viel. Genau. So, also ich würde sagen, ich mache jetzt mal rund um 2 und ihr kriegt einfach ein paar Impressionen. Ich fahre einfach alleine ein bisschen, versuche ein bisschen Linie zu finden. So, jetzt haben wir René ausgeladen, 110 Kilo weniger. Vorne 2,6 Bar, runter auf 2 Bar jetzt. Und hinten sind wir auch runter auf 2 Bar. Mal gucken, dass wir dieses Untersteuern jetzt so ein bisschen wegbekommen. Jetzt versuche ich mal ein bisschen an der Linie zu arbeiten, dass ich eine richtig schöne, schnelle Runde für uns hinbekomme. 2 Minuten 15 mit René. Mein Bauchgefühl sagt mir 2,12, 13. So in dem Bereich muss eigentlich schon gehen. So, und los geht's.
mal hier einen Pulk vor uns, wo wir mal gucken können, was der Abarth kann. Bestimmt 15 Runden am Stück. Tank ist leer, deswegen muss ich rausfahren. An der Stelle reicht es aber erstmal soweit. Mit weniger Luftdruck viel, viel besser geworden. 2 Minuten 11 gefahren. Schon mal 4 Sekunden schneller als letztes Mal. Wobei letztes Mal haben wir die Zeit aus dem Video genommen. Diesmal haben wir ja den Harrys Laptimer dran. An der Stelle nochmal, jeder der Rennstrecke fährt, Harrys Laptimer. Kann ich nur empfehlen, total geil. Weniger Luftdruck, viel, viel besser geworden. Auto
dass er einen Tucken vorne zu tief ist. Das heißt, wir müssen ihn ein Tümpchen höher drehen. Und jetzt machen wir erstmal ein bisschen Auswertung, fahren noch ein bisschen und dann melden wir uns nochmal ganz in Ruhe zurück. So, das war's vom Bilsterberg. Zweite Episode haben wir jetzt hinter uns. Hat mal wieder ultra Fun gemacht. Dieses Fahren während des Gesellschafterfahrens ist einfach für uns perfekt. An der Stelle nochmal wieder vielen Dank an Rolf und den Bilsterberg. Weil man fährt einfach, ich will jetzt nicht sagen auf der gleichen Ebene, aber es ist halt schon so, dass da wirklich auch nur Leute sind, die wirklich schnell unterwegs sein wollen und keine Anfänger sind. Und so passt sich das einfach perfekt zusammen. Ja, kleines Resümee. Eigentlich wollte ich ja mal testen mit der Serienleistung und mit der großen Stufe. Das haben wir zeitlich leider nicht geschafft. Wir sind natürlich, wie René das auch schon gesagt hat, dauerhaft die große Stufe gefahren. Auf der Strecke selber merkt man gefühlt nach der ersten Kurve aber diese Mehrleistung schon wieder nicht mehr. Und man gewöhnt sich so schnell dran, dass das einfach vollkommen normal ist. So, Zeit verbessert, 2 Minuten 11. Die letzte Zeit haben wir, wie gesagt, nur aus dem Video gestoppt. Können wir jetzt schlecht als Referenzzeit nehmen. Deswegen fangen wir genau jetzt mit unseren Verbesserungen an. Wir werden in Zukunft immer den Harris Laptimer nehmen, weil das Coole ist, wir sehen die Geschwindigkeiten in den Kurven, wir sehen die einzelnen Abschnitte, wir sehen die Geschwindigkeiten auf dem Geraden. Das heißt, ab dem nächsten Video könnt ihr euch darauf freuen, dass wir, ich sag jetzt mal, weniger euch das Fahren zeigen, sondern viel, viel mehr danach eine Analyse betreiben und wirklich richtig gezielt zeigen, wie wir später bremsen, auf der Geraden schneller sind, in der Kurve schneller sind und von Abschnitt zu Abschnitt uns verbessern. Auto mal wieder durchgehalten, alles top, Reifen sehen schon gut mitgenommen aus, Bremse eigentlich ehrlich gesagt schon wieder verschlissen, kann eigentlich schon fast wieder runter, weil jetzt kommt nämlich der Punkt, dass die Bremse einfach zu heiß wird. Man sieht an den Scheiben vorne, dass die schon wieder deutlich zu viel Temperatur bekommen haben. Das heißt, wir müssen bis zur nächsten Folge uns auf jeden Fall um eine Bremsenbelüftung vorne kümmern. Dann würde ich auf jeden Fall die Thematik Ladeluftkühler mal angehen, weil wir haben auf dem Kenncheck-Display gesehen, dass das Auto jetzt schon mit der Leistungssteigerung so 55, 60 Grad macht, was noch nicht schlimm ist, aber das geht auf jeden Fall besser. Und wenn wir es schaffen, in die Front einen Ladeluftkühler zu bauen, haben wir nämlich den großen Vorteil, dass wir links und rechts in der Stoßstange auf einmal ein paar freie Gitter haben. Da sitzen nämlich aktuell die Ladeluftkühler. Das heißt, diese Stellen können wir dann perfekt für die Bremsbelüftung nehmen. Dann werden wir das Fahrzeug auf jeden Fall vorne ein bisschen hochdrehen. Er steht definitiv vorne ein bisschen zu tief. Zusätzlich werde ich versuchen, dass wir vielleicht vorne ein bisschen mehr Spur hinkriegen. Ich habe das Gefühl, wenn wir die Spur verbreitern, dass das Auto auf der Vorderachse definitiv besser einlenken wird. Mal gucken, ob das funktioniert. Und ja, an der Stelle, ich bin einfach happy, dass alles funktioniert hat. Man muss wirklich dazu sagen, jeder, der sein Auto liebt, fährt auf gar keinen Fall auf so eine Rennstrecke. Es ist wirklich einfach brutal, wie so ein Auto unter der Rennstrecke leidet. Ist halt nun mal so. Das wird durchgehend am Limit bewegt. Da fliegen Steine rum, da fliegt Gummi rum. Es kann immer irgendwas passieren. Aber genau dafür ist das Auto ja da. Wir ziehen das weiter durch und ich freue mich auf die nächste Folge.